Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sinnlos in Weltraum. Und wir sind hier wieder bei Avorion. Ja, und wir haben in der letzten Folge ein bisschen rumgebastelt, unsere Waffen ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht. Und für mich ist es jetzt auch wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Und ich muss mich natürlich wie immer erst orientieren. Orientieren ist bei mir natürlich immer so eine Sache. Aber ich denke, kriegen wir hin. Ich meine, sinnloser als in den letzten Folgen kann mein Kurs ja hier nicht laufen. aber werden wir schon. Wir werden das Kind schon irgendwie schaukeln. Jetzt muss ich kurz gucken, wo bin ich denn? Irgendwo hier in der Mitte. Ich bin in einem, ja, Nanonit-Gebiet. Ist da oben Nanonit rein, zufälligerweise. Wir haben unser Schild. Ich glaube, wir haben seit neuestem auch ein Schild. Aber ich glaube, das ist nur Nanonit-Stein, ne? Ja, das ist nur Nanonit-Stein. Das ist natürlich nicht so pralle. Das sind meine Bergbaulaser. Ich muss mich erstmal echt total orientieren. Ich habe keine Ahnung. Doppellaser-Geschützturm, Titan, Abwrack, genau. Ich wollte auch mehr auf Abwrack gehen. Letztes Mal war hier das große Gemetzel, aber das ist, glaube ich, mittlerweile vorbei. Hier haben wir noch, ach, guck mal, hier metzeln sie noch. Die greifen die Handelsstation an. Ich glaube, da hat jemand massivst Überhand gewonnen. Von den anderen haben wir hier gar keinen mehr, ne? Obwohl die alle violett sind. Ich guck mal kurz, was haben wir denn hier an dem Wrack? Mal gucken, wenn wir näher dran gehen, was... Uah, nicht so nah! Das war zu nah. Ja, es geht sinnlos weiter, meine Freunde. Verdammte Hacke. Das ärgert mich jetzt aber auch die Wurst, ey. Wir hatten unser Schiff so schön ausgebaut und gleich wieder nach einer längeren Aufnahmesession direkt wieder irgendwo vorgebrezelt. Alter Schwede. Super, da freue ich mich. Ich habe mein Schiff versichert, ich weiß gar nicht wie gut. Mal gucken. Eine ein bisschen was haben wir gekriegt. Reicht das denn, um mein Schiff wieder aufzubauen? Ich habe keine Ahnung. Kurze Orientierungsphase. Da. Gucken wir das mal an und dann muss ich mir das echt überlegen. So wollte ich diese Aufnahme natürlich jetzt nicht starten. Boah, das ärgert mich jetzt wie Wurm. Das ist natürlich jetzt total doof. Ich wollte jetzt eigentlich eine schöne, gemütliche Aufnahmesession machen. Mal eben so ein paar Folgen. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht groß offscreen spielen. Das ist, war jetzt nicht so in meinem Gedanken. Heißt, ich wollte nicht jetzt unbedingt irgendwie die ganze Zeit hier stundenlang jetzt offscreen spielen, um weiter aufnehmen zu können, bis ich mein Schiff wieder habe. Ach, ey, das ist doch kacke. Das wurmt mich jetzt total. Es tut mir leid, Leute. Ich guck mal, wie weit ich komme. Ich hoffe, ich kann mein Schiff einigermaßen wieder aufbauen. Das wäre natürlich echt super. Gut, dass ich hier mal relativ drauf geachtet habe, dass ich mein Schiff versichere. So, die richtige... Das ist nicht die richtige Dockecke. Da ist die Dockecke. Hier muss ich dran... Docken. What the fuck? Einzelner Block. Du musst. Jetzt ist B, ne? Jera. B müsste das dann sein. Ich mache das mit Absicht, um halt quasi gucken, wie viele Schiffe ich letztendlich auf meinem Gewissen habe. Das ist echt bitter, ey. Also diese Steuerung, das braucht echt noch einiges, bis man da, vor allem wenn man da raus ist. Das ist richtig, richtig bitter. So, Block, wo bist du? Wo bist du aufgepoppt? Sehe ich dich irgendwo hier unten? Da bist du.
Zwei Blöcke? Muss ein Alter noch von mir sein, ne? Ups. So, rein. No risk, no fun. Ach, jetzt habe ich gar kein Gründerschiff wahrscheinlich, ne? Na doch, habe ich. Alles, oder? Ist das Gründerschiff? Drohne aussteigen, Versicherung. Nee, das ist... Ich würde gerne ein Schiff haben, mit dem ich eine Station gründen kann. Gespeicherte Schiffe. So, wo ist mein Powerklotz? Das ist mein Powerklotz. Ist da schon als Schild mit drin? Nee, das ist nicht ganz mein Powerklotz. Aber so ziemlich, ne? Was habe ich denn hier gebaut? Ich muss nochmal gucken. Ich weiß das gar nicht alles mehr. Puh. War der letzte Powerklotz? Hier, das ist schon um einiges älter. Da habe ich versucht, so eine Art Frachtschiff zu basteln. Auch gar nicht so schlecht aus. Das ist, glaube ich, das Schiff aus meinem Singleplayer, was ich mal versucht habe zu bauen. Also ich habe das auch mal, beziehungsweise ich spiele das auch ein bisschen offscreen. Natürlich. Aber ich will bei meinem Powerklotz bleiben. Ich will bei meiner Sierra bleiben. Das ist er doch. Ja, genau. Ich brauche Nanonit. Ja, muss ich jetzt natürlich mal wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückstufen. Ach, das ärgert mich. Das ärgert mich gerade wie Hulle. Was mit der... Brauche ich auch Nanonit. Das Problem ist, dass ich gerade nicht wirklich weiß, ob ich mein altes Schiff, da brauche ich aber auch Titan für, ne? Eisen und Titan. Eisen ist an sich nicht das Problem. Titan eigentlich auch nicht. Würde ich mir mein altes Schiff erstmal wieder zurückholen. Hätte mir natürlich nicht gemerkt. 2009. Das kriege ich hin. Titan wird da schon ein bisschen kniffliger. Aber ich weiß ja eigentlich, wo momentan sich Titan befindet. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen durch die Abbauerei durch. Und dann sind wir quasi wieder da, wo wir vor einigen Folgen waren. Ich habe mich so gefreut, dass ich mein scheiß Schild hatte. Ärgert mich total. Das ärgert mich echt total. Erstmal gucken, dass ich hier meinen Titan habe. Ich auch 3000. Das ist gar nicht so wenig, was ich habe. Aber er will mehr. Wahrscheinlich Inflation oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Nein, also das ist echt... Boah, das ärgert mich. Ich glaube gar nicht, wie mir... Habe ich den schon gekauft? Oder ist da schon eine Station? Den gehört schon jemand, dann habe ich den wahrscheinlich schon verkauft. Man muss ja auch sehen, wo man bleibt, ne? Boah, ärgert mich das, Leute. Ihr glaubt das gar nicht, wie mich das jetzt ärgert. Ich könnte ausrasten. Dieses Surren von dem Laser ist auch total cool. Ich habe jetzt mal ein bisschen die Musik runtergestellt, weil ich so das Gefühl hatte in meinen Videos, dass sie ein bisschen... Ich meine, die Musik ist geil, keine Frage. Ich finde die total klasse, aber ich fand, dass sie ein bisschen dominant war. Und jetzt merke ich auch gerade, dass selbst die Laserstrahlen, dieser Abbaulaser, dieses coole Surren... Hört ihr das? Ja, jetzt. Dieses elektrische Surren, das das an den Tag legt, finde ich ja total cool. Das habe ich vorher nicht gehört. Nett gemacht, nett gemacht.
Naja, aber sowas passiert halt auch, wenn irgendwelche Noobs irgendwelche Let's Plays von irgendwelchen Spielen machen, die sie nicht beherrschen. So, ich fräse den einfach mal hier eben weg. Weiß nicht, wie viel ich habe. Muss gleich mal gucken. Ich mache erstmal den... Ach, da steht es ja 2000. Ja, ein bisschen brauche ich noch. Dann werde ich mir den da hinten vornehmen und dann werde ich mich mal in Titangebiet begeben. Und was ich nur auf jeden Fall noch machen muss, ist meine Sachen sichern, ne? Bin mir gerade auch nicht so sicher, ob das nicht momentan ein bisschen Priorität hat. Meine Waffen und meine Abwrackdinger, wer weiß, wann ich dann wieder an sowas rankomme. So, wie viel habe ich? 2900, das ist genau das. Komm, ich fräse mir den hier hinten weg. Dann habe ich auch ein bisschen was für die Tasche. Weil einer der wertvollen Blöcke meinen Erachtens ist ja auch immer noch der Trägheitsdämpfer und den gibt es ja, das ging aber jetzt flott, den gibt es ja bekanntlich auch, obwohl so weit ist es gar nicht, wächst bis zu meinem Schiff, den gibt es ja bekanntlich auch als nur als Eisen, zumindest habe ich den bisher jetzt noch nicht anders gesehen, wahrscheinlich bin ich da auch total auf dem Holzweg, wahrscheinlich gibt es den auch als Nanonit oder was auch immer. So, wo muss ich hin? Hallo? Desorientiert wie immer. Hier? Ne, 7,3. Ich habe was anderes ausgewählt. Ich habe den gar nicht. So, bitteschön. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. So, und ab 5 Pfennig. Dann fährt sie gleich durch das Wurmloch und dann müsste ich eigentlich auch schon da sein. Leertaste, um fortzufahren. Im Open Space. Hier müsste das Wurmloch sein. Da muss ich dann gleich mal fix durch. Bom. Drohne ist natürlich ein recht zackiges Ding. Weiß nicht, ob ich mit der Drohne überhaupt Nanonit abbauen darf. Oder ist dieser Brocken, Alter, das ist ja aber, guckt euch das an, das ist ja definitiv zu gefährlich, auch wenn die sich gerade gegenseitig an die Gurgel gehen, aber, Alter, dieser Brocken Eisen, ne? Oh, Titan. Riskiere ich es eben, das Titan da abzubauen? Ich kann ja immer noch abhauen. Den Brocken, den habe ich mir schon gesichert, ne? Ne, den habe ich mir noch nicht gesichert, den großen. Geld. Geld. Das muss ich jetzt, also da, ne. Das muss ich jetzt riskieren. Ich will es eben schnell verkaufen, auch wenn ich dabei drauf gehe. Warum habe ich den in meinem letzten Mal nicht gesehen? Ich glaube, ich habe nur die Masse an Rot gesehen und bin schnell geflüchtet, ne? Aber das hier muss ich mitnehmen. Nutzt alles nichts. Wir brauchen Geld. Denn Geld regiert das Universum. Immer noch sind hier abgelenkt. Da habe ich ja ganz gute Chancen. Boah, das ist aber echt ein Masterbrocken, ey. Hallo? Ich dachte, ich bewege mich gerade nicht mehr. Komm her, du Masterbrocken. Android verkaufen, genau. Ja, so viel ist das nicht, aber immerhin. Habt ihr schon auf mich abgesehen? Ihr habt aufgehört zu schießen. Das heißt, sie haben es auf mich abgesehen. Verdammte Hacke. Nehmen wir mal schnell die beiden in die Hand. Die Tarn kriegen wir woanders auch noch. Das muss ja nicht zwingend gerade hier sein. Aber den Asteroiden konnte ich einfach nicht links liegen lassen. Boah, diese Musik, ne? Wenn es allein nach der Musik geht, könnte ich die ganze Zeit kämpfen. So, gleich bin ich weg, dann könnt ihr mich alle mal. Ups, ich wollte mich eigentlich mal umgucken, aber das geht gar nicht.
Ja, das ist ja immer das Witzige, die machen sich immer lustigerweise direkt zu mir auf dem Weg. Wenn die in irgendwelche Sektoren reinkommen. So, jetzt bin ich hier. Ich glaube, hier oben bin ich auch drauf gegangen, ne? Hier oben bin ich auch irgendwo drauf gegangen. Werd sehen. Also wäre schon cool, wenn ich den Großteil meiner Waffen natürlich wiederkriege. Drücken. Jetzt lädt er wieder ein bisschen. 16 Minuten verballert, ey. Nur um den Kack hier wieder zu machen. Oh, da schwebt was. Mach aber schon mal hier. Das kralle ich mir auf jeden Fall. Was auch immer das ist. Was? Was war denn jetzt? Was habe ich getan? Habe ich die falsche Taste erwischt? Habe ich jetzt irgendwie die Zelle? Warum bin ich denn jetzt geplatzt? Das ist doch eine Fickkacke hier. Ich könnte mich jetzt schon wieder aufregen. Ernsthaft. Was soll das jetzt? Lädt er auch nicht? Doch, da ist er wieder. Warum bin ich denn jetzt geplatzt? Was habe ich jetzt nicht verstanden? Absolut nicht. Ich werde verrückt, ey. Dieses Spiel zerrt an meine Nerven. So, was haben wir denn? Achso, ich muss erstmal. Plopp. Keine Ahnung, warum ich jetzt geplatzt bin. Ich meine, das hält natürlich jetzt dermaßen auf. Und aufregen könnte ich mich auch schon wieder. Jetzt geht's direkt durchs Wurmloch. Wenn ich's finde, da ist es. Warum bin ich jetzt geplatzt? Ich habe gar keine Taste gedrückt und wenn da so eine gefährliche Taste in meiner Nähe ist, wäre das natürlich echt ärgerlich. Das muss ich mir nochmal in der... Von der Aufnahme sieht man ja auch nicht mehr, ne? Man sieht ja nicht, welche Tasten ich gedrückt habe. Ach Mann. Das wurmt gewaltig. Hier im Wurmloch. Und hier bin ich geplatzt. Genau an der Stelle, ne? Also ich bin noch niemals weitergeflogen. Mal gucken. Und wenn ich dieses Mal wieder platze, dann stimmt da irgendwas nicht. Aber ich werde trotzdem mal die Tastenbelegung überprüfen. Nicht, dass ich irgendwie doch die Selbstzerstörungstaste irgendwie in unmittelbarer Nähe habe. Wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn es daran hapert. Weil das Einzige, was passiert ist, dass ich gerade vielleicht die falsche Taste erwischt habe. Jetzt haben wir wieder einen derben Ladebildschirm. Länger geworden, habe ich so das Gefühl. Da bin ich. So, was war eigentlich mein Ziel? Ich bin geplatzt, weil... Wegen Bodennebel. Nein, weil ich eigentlich was einsammeln wollte. Was hier rumsurrt. Querschläger kann es auch nicht gewesen sein. Da fliegt was Grünes. Ich wollte nämlich hier versuchen abzusahnen. Frecherweise. Aber ich
komme denen gefährlich nah, ne? Komme denen echt gefährlich nah. Oder war das irgendwie so eine Art Mikrometeoroid? Meteoroid vor allem? Asteroid, den ich irgendwie übersehen habe? Ich habe keine Ahnung. Ich fliege da gerade unten durch. Die machen mich platt. Es ist... Oh, ja. Den Gegner haben die jetzt auch verloren. Jetzt haben sie es definitiv auf mich abgesehen. Ich will nur dieses Grüne da haben. Mehr will ich gar nicht. Komm schon. Das ist ein Modul. Ein bisschen Eisen gibt es auch noch. Nackig auf der Hand. So, hier war auch eigentlich noch was gelb. Gelb ist nicht, wie heißt die Farbe? Weiß, genau. Mal gucken, ob wir das noch auf die Schnelle finden. Ist auf jeden Fall jede Menge Titan. Das brauche ich ja auch noch. Sehe es nicht mehr. Egal. Ach, da. Komm, dann nehmen wir das eben noch schnell mit. Dann springen wir weiter. Und dann werde ich erstmal die Folge beenden. Dann gucken wir, dass wir in der nächsten Folge unser Schiff wieder zurückkriegen. Wäre natürlich eine krasse Nummer. Boah, Alter, das bringt mich aber nah dran. Ich hoffe, die reißen mich nicht auseinander. Ich habe euch nichts getan. Ich bin ein lieber Bursch. Lasst mich bitte in Ruhe. Ich will nur, was auch immer es ist, haben. Blue Light, das war eine Farbe. So, und tschüss. Ich will nicht mehr hier sein. Gut, dass ich notfalls schon mal den Kurs eingegeben habe. Das sieht eigentlich ganz cool aus, das Schiffchen hier. Oder ist es eine Station? Keine Ahnung. Nur es ist wahrscheinlich wieder verkehrt rum, weil der Antrieb ist wieder vorne. Also, was jetzt man als vorne bezeichnen würde. Ja, genau. Hier sind wir geplatzt. Hier sind wir irgendwo gegen gerasselt. Jetzt müssen wir nur noch unser Schiff finden und dann die Teile einsammeln. Aber ich glaube, das ist eher ein Fall für die nächste Folge. Ich bin weiter gespannt. Ich freue mich drauf, mein Schiff wieder zu haben. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe meine Teile schon gefunden. Aber bis dahin sage ich erstmal tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.